Hallo und willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Tja, wir sind immer noch am Erkunden von Mrs. Sanders, ihrem Haus, also Mr. und Mrs. Sanders, aber er ist ja gestorben. Und wir reden jetzt mal mit That's Cat. twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Okay. Ach, du Elend. Okay. Ja, alles klar. Da wissen wir doch schon wieder Bescheid. Ja, wir machen mal die Tür zuerst mal. Und dann gucken wir uns hier mal um. Irgendwelche alten Tafeln mit alten Schriftstücken. Meine Fresse, also. Ja, das sieht so ähnlich aus wie der, den wir in der Höhle gefunden haben, der Ritualdolch. Aber nur so ähnlich, okay. Das ist diese. Sekunde mal kurz, Hinweise. Kapitel 6, ne, jetzt muss ich das mal finden. Das war unter Wissen, ne? Das ist doch. Also, ich würde jetzt mal ganz konkret behaupten, der Rosenkranz ist dieselbe Abbildung. Okay, was haben wir hier? Nichts weiter. Also, die hat wirklich verstörende Gemälde gemalt, also ganz ehrlich. Meine Fresse. Wo sind wir denn jetzt hier rein? Oh, das ist ja riesig. Das. Okay, wir gehen mal hier der Reihe nach. Was haben wir hier? Hier hat mal ein Bild gehangen, würde ich behaupten. Oder ist es einfach nur so runtergegangen? Obwohl die Wände sind alles so aus. Okay, halt. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Alter Schwede. Körperwelten, ja. Völliger Wahnsinn. Was haben wir hier? Da hinten steht's. Aber später, wir gucken uns erstmal alles andere an. Ja. Okay, also auf vielen Bildern, also ich bin jetzt auch nicht wirklich kunstbewandert, also überhaupt nicht kunstbewandert, um es mal ganz ehrlich zu sagen. The public entrance to the gallery. Gut. Aber auf vielen Gemälden. Ist das ihr Vater? Sarah Hawkins Vater? Oh, das ist. Oh, Fuller ist es auch nicht. Nee. Na gut. Was haben wir hier? Why was he so interested in old weapons? Why was he so interested in old weapons? Tja. Gute Frage. Alles mit Tentakeln irgendwie. Alles in Richtung dieser sogenannten, sagen wir mal, dieser sogenannten Kopffüßler. Also alles irgendwie mit Kraken und keine Ahnung. Hier auch wieder. Die Maria, das Maria-Abbild hatte. Sah den auch ähnlich, das ist nochmal der Junge, oder der, ja, der Junge mit der Gans. In klein sozusagen, was haben wir hier?
Aha, haben wir Öl aufgefüllt. Gut, die Lampe haben wir noch gar nicht groß gemacht. Tja, hier ist es dann wohl. Will ich mir das wirklich angucken? Dachte ich mir es doch. Ich dachte es mir doch. Ich würde sagen, ich denke, du versteckst dich besser. Das ist dieser komische Dimensionsschlörfer. Hallo? Der hat keine Augen. Der hat keine Augen. Also solange wir mal leise sind, ist alles gut, denke ich. What the hell was that? Okay, bevor wir das rausfinden, what the hell was that, wir machen hier mal Ermittlungen. Machen wir jetzt voll. Zack. Und den einen, ja, den müssen wir mal sehen. Ja. Okay. Okay, wir werden sofort verrückt, wenn wir ihn sehen. Ich vermute, wir dürfen ihn einfach nicht ansehen. Stecken wir uns erstmal und dann müssen wir mal gucken, dass wir. Ich vermute, wir brauchen eine dieser Waffen. Aus den Vitrinen. Gut. Den ist. Ernsthaft. Leute, mich verarschen. Okay, wir können. Damn! Das hat er gehört, Kollege. Okay. Das war jetzt dann doch weniger erfolgreich, aber es ist schon so, wir brauchen eine dieser Waffen. Okay, ich überspringe das mal, das haben wir ja nun gesehen. What the hell was that? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir können. Wir machen erstmal das wieder auf Meister. Zack. Das ist das erste, was wir machen. Genau. So, dann wollte ich nochmal kurz gucken. Hinweise haben wir. Kapitel 5 haben wir Hinweise. Zu Kapitel 5. Achso, das sind die Schriftstücke. Hm, alles klar. Inventar Wissen. Wo war dieser komische Schlörfertyp? Bei Okkultismus, glaube ich. Hm? Okkult, da war er dabei. Dimensionsschlafer. Der Dimensionsschlafer kommt aus einem dunklen und unwirtlichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einen dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in andere Dimensionen zu reisen und sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schleier zu eurer Dimension, sonst lauft ihr Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch geschehen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass er sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zerfetzen vermag. Das ist also quasi das Prinzip, wenn wir ihn angucken. Das ist halt die entscheidende Frage. Weg und wie machen wir, werden wir es los vor allen Dingen.
sagt. Down. Did it hit? Ah, hat er uns gesehen. Na gut. Okay. Da hat er uns gesehen. Also wir müssen irgendwie an diese Waffen kommen. What the hell was that? Okay. Was wäre denn, wenn wir jetzt erstmal hier bleiben würden? Er läuft da hinten rum. Erstmal fix. Gucken, ob er. Er hat halt leider nicht wie die Wachen so ein nettes Symbol hier im Kopf, dass man sieht, okay, der jagt noch, der jagt nicht mehr, jetzt ist er da. Okay, das war ein bisschen sehr voreilig, vermutlich. Aber vielleicht. Gut, er geht wieder. Okay. Okay. Frage ist, wie kriegen wir. Da ist er. Okay. Wenn wir jetzt. Eigentlich sind wir jetzt normalerweise schnell genug. Did it hear that? Diesmal hat er uns nicht gesehen, denke ich. Mag sein, dass er. Ah ja. Er findet uns in dem Schrank sofort. Er findet uns sofort in dem Schrank. Okay. What the hell was that? Durch den Krach findet er uns sofort in dem Schrank. Das ist ziemlich doof, ehrlich gesagt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir brauchen eine so eine Waffe. Irgendwie brauchen wir eine so eine Waffe. Ich bin mir nicht sicher, wie. Wie kommen wir an so eine Waffe ran? Wie kommen wir an so eine Waffe ran? Jedes Mal, wenn wir diese. Uns aber auch. Also ich habe gedacht, er hat keine Augen, ne? Dass er uns dann auch nicht sieht. Aber er sieht uns halt doch. Oh, jetzt sind wir direkt in der Arme genommen. Scheibenkleister. Uiuiui, schwierig. Er sieht uns halt jedes Mal und. What the hell was that? Selbst wenn wir schnell sind und. Er uns hier nicht bemerkt. Jetzt ist er da hinten in der Ecke. Jetzt kommt er in unsere Richtung. So, theoretischerweise zumindest. Genau, jetzt kommt er in unsere Richtung. Wenn ich jetzt
Lampen. Hier ist noch ein Schrank. Ich setz dir Krachmacher. Did it hear that? Das hat er jetzt definitiv nicht gesehen, dass ich hier bin. Okay, dann ist Render auch an mir vorbei. Alles klar. Hoffe ich zumindest, dass er das macht. Komm, verschwinde. Ich muss hier raus. Okay, ich würde mal sagen, er ist weg. Maybe I can use this dagger. Wir sind nicht dran. Puh. Okay. Das ist schon Scheitern mit Methode hier. So ein Mist. Okay, wie kriegen wir den gelünscht? What the hell was that? Wo ist er denn hin? Die Frage hat sich jetzt gerade erübrigt, würde ich sagen. Damn! Did it hear that? Ich bin mir halt auch nicht sicher, was wir mit dem Dolch oder wie wir mit dem Dolch überhaupt gegen den was machen sollen. Als dass es hier überall Lampenöl gibt, hat vielleicht auch was zu bedeuten. Vielleicht sollte ich mal die Laterne benutzen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Wo ist denn das blöde Vieh? Da. Okay, also mit der Laterne kriegt man jetzt auch nicht einfach geblendet oder irgendwas. Na gut, ich würde sagen, liebe Freunde, ich beende an der Stelle die Folge. Ihr habt mir jetzt lange genug beim Scheitern zugesehen. Ihr könnt das dann in der nächsten Folge, könnt ihr das gerne weiter tun, weil ich nach wie vor keine, also nicht die geringste Ahnung habe, wie wir den besiegen sollen. Geschweige denn loswerden können oder irgendwas. Hab vielen Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.